Yeah. Yeah. Auch geht's nach Tuwa. Kaz Kaan und Thaiboy wollen so gern nach Tuwa, weil sie so viel Swag haben. Der Obertongesang ist so Flyboy, der ist nice, Bruder. Thaiboy und Kaz Kaan sind die Nummer 1 Fanboys, weil sie von den Sängern Respekt haben. Ihnen juckt nicht dieses Gelaber. Geht doch nicht in diese Hellzone. Da ist es kalt, da ist nicht mal warm Wasser. Bla 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 bla. Die Obertonfrequenzen übertönen ihr Gelaber. Wen jucken diese Kleinigkeiten? Tuwinische Sänger sind die Welt begeistern. Kaz Kaan und Thaiboy entdecken ihre Gemeinsamkeiten. Konnoisseure des Kehlgesangs, sie wollen da mal hin, ja schon ewig lang. In Bangkok ist er gequält von Einsamkeiten. Er misst seine Pros in Stockholm, da lebte er fast sein ganzes Leben lang. Aber langsam wird es Zeit für eine neue Destination. Es muss nach Tuwa gehen mit seinen Homie Kaz. Patiently waiten sie auf ein Plane für ihre Vacation. Aber alle Flüge da fielen aus. Kaz und Thaiboy verbinden sich und sneaken sich über diese Borders durch. Nach 3 Wochen harten Kampf riechen sie die wunderschöne Tuwa-Luft. Thaiboy ist der Plug, sie werden abgeholt von den weltweit besten Kick-Off-Gurus. Die singen können wie im Königshof. Kaz und Thaiboy kriegen Gänsehaut während der Fahrt. Tiger wird den Kehlkopf aufgebaut. Die Tuba-Dos geben ihnen ein Tutorial. Jetzt kann Thaiboy diese Frequenzen auf einmal richtig treffen. Wenn man Kaz in seine Augen schaut, merkt man, er ist voller Stolz. Sein Freund kann das voll. Diese Frequenzen sind Balsam für die Seele. Sie sind wundervoll. Und langsam lernt Kaz es auch. Es ist echt voll. Einfach soll die Dudes jammen so lange. Langsam geht die Sonne. Und die Tuwa-Dudes kriegen Royalties. Das Dank für die Tutorials und die tolle Zeit. Tuwa ist so nice. Shoutout an die Kehlkopfgesangshomie.